Nach einem gerade so überlebten Männerschnupfen melde ich mich jetzt noch einmal zurück, kurz vor Jahresende mit einem kurzen Vlog-Video für euch. Und auch wieder in diesem Video wird es wahrscheinlich einige Versprecher geben, die ich aber nicht rausschneiden werde. Aber ich dachte mir, ich mache wenigstens ein kurzes und knappes Video für euch, dass ihr wenigstens seht, was trotzdem die letzten 2-3 Tage in meinem Zimmer hier so passiert ist. Es sind jetzt nicht so aufregende Projekte, aber ich zeige euch trotzdem mal, was ich hier so die letzten Tage gemacht habe. Ja, ich wollte eigentlich zu Weihnachten euch ein bisschen mehr Sachen organisieren, die ich dann verschenken kann, aber ich habe es jetzt auf die Kürze leider nicht geschafft. Ich wollte das Video eigentlich auch schon vor Weihnachten hochladen, aber wie gesagt, dann kam leider was dazwischen. Aber ich habe trotzdem was für euch, und zwar von der Firma Material for Print habe ich ein bisschen Filament bekommen, was ich verschenken kann. Und ich hab mir überlegt, ich mache einfach 2 kleine Bündel draus. Und wie gesagt, 2 Gewinner. Jeder Gewinner kriegt hier 3-mal so ein PETG-Filament geschenkt. Das ist einmal so ein Set mit transparentem Filament aus PETG und einmal aus nicht transparentem Filament. Wir machen es ganz einfach. Schreibt einfach irgendwas in die Kommentare rein. Es ist mir egal was. Und ich suche dann im Nachhinein raus, wer das Filament gewinnt. Und im nächsten Video sage ich dann Bescheid, wer es bekommt. Ja, okay, und ich würde sagen, wir fangen an diesem Tisch einfach mal an, und da zeige ich euch, was ich bekommen habe. Und zwar vor einiger Zeit habe ich von der Firma, die heißt Autour, ich weiß nicht, ob das die Firma ist oder ob das der Modellname ist. Ich hatte den Kasten ja eigentlich unter meinem Tisch stehen. Das ist so ein Laser-Engraver. Und ich dachte so, naja, mal gucken, ob das überhaupt was für mich ist. Und dann habe ich es einfach vorgestern mal ausgepackt, zusammengebaut und ausprobiert. Und ich muss sagen, dieses kleine Ding macht wirklich Spaß. Und ich zeige euch einmal ganz kurz, was ich damit so gemacht habe. Da mache ich aber auch noch ein richtiges Review zu. Aber dann habt ihr schon mal gesehen, woran ich hier gerade so fummel. Okay, ich nehme die Kamera ab und zeige euch einmal kurz, was ich hier gemacht habe. Also das hier ist, wie gesagt, dieser Laser Engraver oder dieses Laser Gravurgerät, keine Ahnung, ich bin eigentlich nicht so ein Fan von diesem Denglisch. Auf jeden Fall, das hier ist so ein Laser Gravurgerät, und hier seht ihr auch schon, ich habe hier einmal mein YouTube-Kanal-Logo quasi eingraviert, und ich musste mir extra sogar noch eine Tastatur für meinen alten Windows-PC kaufen, weil ich die so lange nicht anhatte und ich gar keine Tastatur mehr hatte. Ja, ich habe hier auch eine Schutzbrille dazu bekommen. Am Anfang, wo ich dieses Gerät das allererste Mal hier ausprobiert habe, dachte ich so, eine Schutzbrille? Na sicher. Und ich mache das Ding an, und das Erste, was ich gesucht habe, ganz hektisch, war diese Schutzbrille, weil dieser Laser ist wirklich heller, als ich dachte. Und ich habe hier mal was für euch aufgemacht, und zwar, das ist echt ziemlich cool. Ich habe hier zum Beispiel einfach mal so ein Foto von mir genommen. Das ist jetzt hier ein Urlaubsfoto. So sieht das Ganze aus. Und ich habe das einfach in dieses Programm reingeschmissen, und theoretisch würde er jetzt auch dieses Bild einfach in diese Holzplatte hier reinlasern. Ich werde die dann später einfach umdrehen. Ich zeige euch als Videoausschnitt gleich, nachdem ich das gemacht habe, nochmal einmal, wie das gleich aussieht. Und ja, zu diesem Lasergerät wird es auf jeden Fall dann in den nächsten Videos nochmal gehen. Quasi, ich werde ein Review dazu machen. Es wird aber nicht allzu lange ausfallen, denke ich. Hier an meinem Schreibtisch seht ihr das nächste, was ich gemacht habe. Ich habe zu Weihnachten habe ich hier so einen kleinen so einen Bausatz bekommen, und zwar von Marvel ist das. Das ist dieses Herz von Iron Man, und ich nehme mal diese Schutzhülle hier ab. Oder nee, ich lasse es lieber drauf, weil ich kriege die sonst nicht mehr rauf. Und ja, das Ding habe ich zusammengebastelt. Das ist so ein Bausatz mit so verschiedenen Stahlteilen und LEDs und allem möglichen Pipapo. Sieht auf jeden Fall richtig cool aus, wie ich finde. Das Ding habe ich auf jeden Fall zusammengebaut. Hat so, weiß ich nicht, 3-4 Stunden gedauert. Und dann gehen wir hier einmal rüber ans nächste Projekt. Und hier seht ihr den Sapphire Pro. Den hatte ich ja schon in meinen Videos umgebaut auf die Wasserkühlung. Ich muss einmal die Lampe hier mit hinstellen. Den habe ich momentan komplett montiert. Warum, sage ich euch auch gleich. Und zwar habe ich hier, weil ich diesen Endstopp, den es normalerweise gibt hier an dem Sapphire Pro, der hat mir nicht so gut gefallen. Der sitzt hier unten oder der stützt sich hier unten auf diesem Lager auf, und das ist hier keine plane Fläche. Und dann hatte ich ein bisschen Zeit und habe am Rechner jetzt hier so einen optischen Endstopp oder einen Halter für einen optischen Endstopp konstruiert, ausgedruckt. Und hier seht ihr auch, bei mir klappt halt wie gesagt auch nicht immer alles. Das sind hier so die ersten Prototypen, die ich gedruckt habe. Hatte ich zum Beispiel die Kühlung hier ab der gewissen Höhe nicht stark genug eingestellt. Das ist übrigens hier Asa von Material for Print, müsste noch oben aufgespannt sein. Ja, Asa, in Asa habe ich das Zeug gedruckt. Und ja, das habe ich, wie gesagt, fertig gemacht. Ich packe euch auch einen Link unten rein, wo ihr das Ganze dann runterladen könnt, wenn ihr möchtet. Und dann habe ich hier von dem Sapphire Pro einmal die komplette Deckplatte quasi abgeschraubt. Denn ich hatte ja in meinem Video, wo ich die Wasserkühlung hier eingebaut hatte, hier seht ihr den kompletten Extruder mit Düse und allem möglichen. Und durch diesen Umbau waren meine kompletten Riemen alle kreuz und quer. Das hat hier alles nicht mehr gestimmt. Das war alles so parallel verschoben. Und dafür habe ich dann diese Deckplatte hier demontiert, komplett vermessen.
wo dann diese Umlaufrollen oder diese Umlenkrollen hier im Endeffekt hin müssen. Habe das Teil einmal in PETG gedruckt, um zu testen, ob das Ganze dann auch an der richtigen Position sitzt und ob die Riemen dann auch alle schön parallel laufen. Ja, das ist natürlich alles nicht stabil. Das war einfach nur, um zu gucken, ob hier diese Position überhaupt stimmt. Und dann lasse ich mir das ganze Ding jetzt von einem aus der Facebook-Gruppe einmal aus Aluminium fräsen. Und dann hoffe ich, dass das alles hier besser fluchtet. Und dann kommt das natürlich auch alles wieder an diesen Drucker hier oben ran, dass der dann auch wieder richtig schön drucken kann. Ja, viel mehr ist jetzt hier die letzten Tage erstmal nicht passiert. Es waren ja auch Feiertage und die Zeit habe ich ein bisschen genutzt, um mich auszukurieren und auch mit meiner Familie wieder ein bisschen mehr Zeit zu verbringen. Wie gesagt, das Filament, das mache ich dann im nächsten Video, da suche ich mir dann einen raus aus euren Kommentaren. Und dann wollte ich mich auch einmal nochmal bedanken für dieses erfolgreiche Jahr, muss ich doch sagen, weil ich habe ja erst Anfang dieses Jahres angefangen mit dem YouTube-Kanal und wir sind jetzt schon bei über 25.000 Abonnenten und das war natürlich auch eine Menge Arbeit, die ich da reingesteckt habe und natürlich auch danke an euch, dass ihr meine Videos jetzt so kräftig verfolgt und unterstützt. Und ja, dafür einfach mal ein dickes, fettes Danke auch an euch, denn ohne euch wäre auch jetzt dieser Erfolg des Kanals jetzt nicht so ausgegangen, wie es jetzt im Endeffekt ausgegangen ist. Ich hoffe auch, dieses kurze Vlog-Video hat euch wieder gefallen. Ich wünsche euch allen nochmal frohe Weihnachten nachträglich und natürlich auch einen guten Rutsch jetzt an Silvester und einen erfolgreichen Start ins neue Jahr. Ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Ja, nach einer etwas fiesen, nochmal. Scheiße. Ja, das ist, wenn man lange keine Videos dreht. Ja. Schon mal mein Logo auf so eine. Oh, Alter, was ist denn jetzt los? Das sollte er eigentlich nicht tun. Auch nicht schlecht. Na, dann machen wir den doch einfach mal aus, würde ich sagen. Okay, alles klar.